So, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr könnt uns hören. Falls nicht, dann schreibt uns das auf jeden Fall. Herzlich willkommen auf jeden Fall zu unserem Online-Seminar. Heute werden wir aktuelle Themen diskutieren, die uns als Jereke beschäftigen. Wir werden über aktuelle Themen sprechen, vor allem die aktuelle Situation von Abdullah Öcalan, das HDP-Verbotsverfahren und den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention. Unsere Referentin ist Berivan Ronahi. Sie ist aus der Jereke, was so viel heißt wie Jinnen von Dekaden Kurdistan, was übersetzt heißt Studierende Frauen aus Kurdistan. Die Jereke gibt es seit 2016 und ist eine autonome Frauenorganisation der Jereke. Jereke bedeutet Yekdikeya von Dekaden Kurdistan, welches übersetzt Studierende aus Kurdistan bedeutet. Hier sind also sowohl männliche als auch weibliche Mitglieder vertreten. Die Jereke gibt es seit 1991 und ist gegründet worden von Hüseyin Çelebi, ein ehemaliger Student der Sozialpädagogik. Er ist unser Ehrenvorsitzender. Ziele der Jereke ist es, die kurdische Frage der Diaspora zu diskutieren, das Paradigma von Abdullah Öcalan zu verbreiten und kulturelle und politische Arbeiten zu führen. Die Jereke setzt sich für eine freiheitliche und demokratische Gesellschaft ein. Und besonders als Studierende thematisieren wir gesetzte gesellschaftliche Strukturen und hinterfragen sie natürlich auch. Ich übergebe jetzt das Wort an unsere Referentin. Ja, auch herzlich willkommen von mir. Es freut mich sehr, dass ich hier an dem Seminar teilnehmen dürfte und bin sehr gespannt darauf, auf die Diskussion vor allem. Also wir wollten, dass diese Konferenz bzw. das Online-Seminar halt eine offene Konferenz ist. Also wir werden halt einen Input geben, aber jeder kann daran teilnehmen und auch daran diskutieren. Und genau, wenn was ist, dann könnte man sich einfach melden. Ja, genau. Ja, ich fange jetzt an. Mit der ersten Frage, wer eigentlich Abdullah Öcalan ist. Also jeder von uns, ich glaube auch von der Gruppe hier, weiß bestimmt vieles von ihm und hat von ihm auf jeden Fall was gehört. Also Abdullah Öcalan wurde am 4. April 1949 in Nordkurdistan, in der Stadt Reha Urfa, in dem Dorf Amara geboren. Und ist der kurdische Volksrepräsentant und Gründer der kurdischen Freiheitsbewegung, also die PKK, also die Arbeiterpartei Kurdistans. Und Abdullah Öcalan ist seit über 22 Jahren in totaler Isolationshaft in der Gefängnisinsel Imrande in Bursa in der Türkei. Aber wir fangen erstmal mit der Lage von Abdullah Öcalan an, weil Abdullah Öcalan seit über 22 Jahren in dieser Isolationshaft ist. In Imrande gibt es noch weitere Gefangene, wie zum Beispiel Mazlum Dinç, Ömer Hayri Konak, Hamidiyen Veysi Aktaş. Und genau. Also, wir wissen, dass er halt seit 22 Jahren in einer totalen Isolationshaft ist. Und ja, es gab schon immer viele Anträge von den Anwälten von Abdullah Öcalan. Und man hat immer versucht, mit ihm in Kontakt zu treten. Und in den letzten Jahren gab es viele Problematiken, dass überhaupt ein Kontakt mit den Anwälten, vor allem mit seinen Mandanten, entstehen. Auch generell auch von den anderen Gefangenen, die halt in Imbabwe sind. Und deswegen hat man auch zum Beispiel 2018 auch einen Hungerstreik in den türkischen Gefängnissen gestartet. Vor allem mit der Vorreiterrolle von einer kurdischen Aktivistin, Leyla Güven, die halt auch in den türkischen Gefängnissen mit ihrem Hungerstreik angefangen hatte. Und dabei auch dazu gebracht, dass viele Leute auch an dem Hungerstreik teilnahmen. Und dieser Hungerstreik war nicht nur in den türkischen Gefängnissen vertreten, sondern auch in Europa. In Straßburg gab es eine Gruppe, die zum Beispiel mit daran teilgenommen hatte, aber auch in Südkurdistan. Und deren Forderung damals war es halt, dass der Abdullah Öcalan erlaubt wird, dass seine Anwälte besuchen gehen. Und dieser Hungerstreik hat auch sehr lange gedauert, bis es dazu tatsächlich kam, dass ein Anwalts Besuch entstand. Und es gab auch viele festgenommene Paschk- und Pekeke-Gefangenen, die halt auch deswegen auch in den Gefängnissen auch, also auch Aktionen gemacht haben, auch deswegen auch gefallen sind. Und ja,
Und man hat auch nachdem man auch den Hungerstreik 2018 gemacht hat, kam es dann auch danach, nach 21 Jahren, auch zum ersten Mal ein Telefongespräch mit mit seinen Angehörigen. Und dies geschah am 27. April letztes Jahr. Und nach dem Telefongespräch hat man dann nichts mehr von Abdullah Öcalan hören können. Und nach 27. April hat auch der Rechtsbüro Asrin und seine Anwälten, also auch die Anwälten von Abdullah Öcalan, jedes Mal versucht, auch bei dem Justizministerium der Generalstaatsanwaltschaft in Bursa einen Antrag einzureichen, damit man seinen Mandanten einen Besuch machen konnte, einen Anwaltsbesuch. Aber nichtsdestotrotz wurde es immer wieder von dem Justizministerium immer wieder abgelehnt. Und ja, letztes Jahr hat man dann auch, deswegen hat auch die KJK eine neue Offensive gestartet. Also die KJK ist die Union der Gemeinschaften in Kurdistan. Das hat im September diese Offensive heißt und läuft immer noch, das heißt Zeit für Freiheit, Schluss mit Isolation und Besatzung, dass ab jetzt auch die Zeit dafür wird, dass halt die absolute Isolation von Abdullah Öcalan beendet wird und auch die Besatzungen. Und das sollte eine Offensive sein, die halt für alles ein Anfang sein soll, vor allem für die kurdische Bevölkerung in vier Teilen Kurdistan, auch weltweit, aber auch viele, die sich mit der kurdischen Bewegung auch solidarisieren, jetzt auch ein Teil dieser Offensive werden, damit endlich der Abdullah Öcalan befreit wird. Und ja, dann kam es auch tatsächlich zu einem CPT-Bericht. Also CPT ist ja das Folterkomitee von hier in Europa, die halt alle Foltereien, vor allem in internationalen Gefängnissen, passieren halt auch Folgen. Und tatsächlich hat dann CPT im August 2020 einen Bericht veröffentlicht, der halt auch vor der KJK-Offensive auch veröffentlicht wurde. Und da hat auch CPT vor allem kritisiert, dass insbesondere auch die Haftbedingungen auf der Gefängnisinsel Imrali, wodurch der kurdische Repräsentant Abdullah Öcalan und die drei weiteren politischen Gefangenen isoliert werden, dass die Inhaftierten sich auf 9 Stunden pro Woche in absoluter Einzelhaft befinden. Und da wurde auch in dem Bericht geschrieben, dass die vier Gefangenen als Gruppe nur 6 Stunden pro Woche und in Paaren 3 weitere Stunden pro Woche treffen können. Und auch zu dieser Situation erklärte das CPT, dass infolgedessen sich alle Gefangenen die meiste Zeit in Einzelhaft befinden. Und das bedeutet halt, dass zum Beispiel 159 Stunden von 168 Stunden pro Woche die ganzen Inhaftierten in Isolationshaft sind. Und dass die vor allem auch am Wochenende, also die Gefangenen rund um die Uhr isoliert sind. Und das Komitee erklärt auch dazu, dass nach Ansicht des Komitees ist ein solcher Zustand nicht hinnehmbar. Und ja, es kam halt auch eine Reaktion von der Bundesregierung, auch nach diesem Bericht. Und da erklärt auch Michael Roth zum Beispiel, also der ist auch der Staatsminister im Auswärtigen Amt, dass die Türkei als Mitglied des Europarates zur Einhaltung der Vorgaben der Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet ist, dieses Bericht auch ernst zu nehmen. Und das umfasst auch den Umgang staatlicher Stellen mit Inhaftierten auch. Diese Erwartung macht die Bundesregierung in bilateralen Gesprächen wie auch gemeinsam mit ihren Partnern der Europäischen Union, also der EU, gegenüber der Türkei nachdrücklich und unmissverständlich deutlich. Also das waren so die Wörter, was Michael Roth über den CPT-Bericht gesagt hat. Aber was auch sehr interessant ist, ist, dass halt CPT diesen Bericht veröffentlicht hat, aber auch nach ein paar Monate später die türkischen Gefängnisse besucht hat, aber nicht zu Imrali gefahren ist, um dort zu gucken, was gerade da passiert. Und das war halt ist auch ein Widerspruch, wie das möglich ist, wenn man halt ja, so einen Bericht teilt, aber die nicht praktiziert. Und man hat auch letztes Jahr vor allem gesehen, dass zahlreiche Aktionen innerhalb dieser Offensive gemacht wurden, auch hier in Europa. Und wie zum Beispiel auch in allen Ländern in Europa, wo die ganzen also die ganze kurdische Bevölkerung, aber auch die Freunde, also fast jeden Tag auf die Straße waren und dagegen auch protestiert haben. Zum Beispiel gibt es jedes Jahr auch der lange Marsch der Jugend. Das zweimal im Jahr passiert.
Und letztes Jahr war das ja von Hannover bis Hamburg. Trotz massiver Polizeirepression haben die es geschafft, ihren langen Marsch erfolgreich zu machen, weil das auch zum Beispiel auch Probleme gab, dass die zum Beispiel das Bild von Abdullah Öcalan nicht zeigen durften. Außerdem gab es auch eine Sit-in-Aktion vor dem also in dem Council of Europe in Straßburg. Also das war eine vierwöchige Aktion der kurdischen Bewegung hier in Europa. Also das war ein Aufruf des Dachverbands der kurdischen Gesellschaft in Europa, Kirche der KL, wo auch zahlreiche Menschen, vor allem die kurdische Bevölkerung in Europa, aber auch die Internationalisten auch daran teilgenommen hatten, auch einen sehr großen Erfolg hatte. Und ja, danach kam es auch vor allem auch in Kurdistan auch zu zahlreichen Aktionen. Um ein Teil der Offensive der Kechike zu werden, haben auch die PKK und Pasch-Gefangenen aus den türkischen Gefängnissen am 27. November bis heute haben die einen Hungerstreik angefangen. Also seit 127 Tagen sind die Menschen im Hungerstreik, vor allem die PKK und Pasch-Gefangenen. Und nicht nur dort, es gibt auch in zwei anderen Orten, wo halt auch gerade Hungerstreik gemacht wird. Vor allem haben die auch Aufforderungen, dass Abdullah Öcalan seine Anwälte, also dass der Anwaltsbesuch erlaubt wird vor allem, aber auch, dass die totale Isolation auf Abdullah Öcalan aufgehoben werden soll. Und es wird auch in Mahmud gerade, also in Südkurdistan, seit 107 Tagen gibt es da auch einen Hungerstreik. Und auch in dem griechischen Stadt Lario, da gibt es auch ein Flüchtlingslager, wo die kurdische Bevölkerung, wo die neu aus Kurdistan flüchten, da leben, sind auch ein Teil des Hungerstreiks. Und das auch seit 89 Tagen. Man soll auch diesen Hungerstreik auch so betrachten, dass vor allem die PKK und Pasch-Gefangenen in den türkischen Gefängnissen vor allem auch einen Ruf, also beziehungsweise auch so einen Aufruf an die kurdische Bevölkerung gibt, dass die halt aufwecken sollen gegen und was machen sollen, beziehungsweise auch handeln sollen, vor allem gegen das Stillsein. Vor allem wegen dieser Totalisolation. Und da hatte auch letztens, vielleicht habt ihr das auch gesehen, also sehen bzw. gehört, dass ja vor allem auch Menschen angefangen haben, vor allem in sozialen Medien, wurden halt Gerüchte geteilt über den Tod von Öcalan. Und das wurde halt vor allem von vielen BHP-Abgeordneten geteilt. Weil damit kann man sagen, dass dieses sozialen Medien, die halt diese Berichte geteilt haben, haben die dann so Sachen gesagt, wie dass Öcalan tot wäre. Und ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass es eine Provokation war, weil 8. März war vor allem ein sehr großer Erfolg gewesen. Bei der Vorreiterrolle der kurdischen Frau gab es zahlreiche Aktionen, sei es in Kurdistan, sei es in Türkei, aber auch weltweit. Es gab den Erfolg in Gare, also Gare ist ein Gebiet in Südkurdistan, der von der türkischen Regierung angegriffen wurde. Und dann innerhalb von 4 Tagen hat die PKK es geschafft, dass die türkische Regierung, dass das türkische Militär von dort rausgeht. Und es gab halt auch die Nervus-Vorbereitungen am 21. März, dass man halt in so einer Phase vor allem anfängt zu teilen, dass Öcalan tot wäre, ist eine reine Provokation gewesen, weil auch diese Menschen auch sehen wollten, wie zum Beispiel das kurdische Volk, was für eine Reaktion es geben würde. Und man hat auch überall in Kurdistan, aber auch in Europa sehen können, dass zahlreiche Aktionen gemacht wurden, große Entschlossenheit, dass auch Öcalan die rote Linie der kurdischen Bevölkerung ist. Und deswegen auch viele Menschen das auch nicht akzeptieren konnten, dass man
so etwas, so ein Gerücht teilt. Und es hat auch natürlich auch zu einer großen Sorge gebracht, auch in der Gesellschaft, ob es wirklich stimmt, dass, okay, was steht da drauf? Ja, dass halt man versucht hat, das war eine große Aufforderung mit den zahlreichen Aktionen, dass man auf jeden Fall ein Gespräch, also ein Gespräch, ein Anwaltsbesuch auch entstehen soll. Und ja, deswegen gab es auch vor allem ganz viele Aktionen, die auch geführt wurden. Ja. Jetzt, nachdem es so zu großen Widerständen und auch vor allem auch mit Aktionen kam, kam es dann plötzlich zu einem Telefonatgespräch mit dem Bruder von Abdullah Öcalan, Mehmet Öcalan. Er wurde plötzlich eingeladen in einem Ort, in einer Polizeistation, wo er zum Beispiel in einen ganz kleinen Ort kam. Dann hat man diejenigen eingeladen, also hat man den Mehmet Öcalan eingeladen, damit er einem Gespräch, also plötzlich kam er in den Raum rein und dann hat er gehört, dass ein Telefonatgespräch ist, dass er deswegen eingeladen wurde und dann hat er angefangen zu hören, wer da spricht und da war das tatsächlich Abdullah Öcalan gewesen. Und dieses Gespräch war nur 4 Minuten lang und Abdullah Öcalan hat da deutlich gesagt, innerhalb von 4 Minuten hat er im Gespräch gesagt, dass der Staat ein hochgefährliches Spiel spielt. Ich habe das Zitat auch auf der Präsentation. Also er hat gesagt, das Vorgehen von dir und des Staates ist ein Fehler. Aus folgendem Grund. Seit einem Jahr gibt es keinerlei Besuche. So etwas gibt es weder im Staatsrecht noch in irgendeinem anderen Rechtskanon. Es ist falsch und sehr gefährlich, dass du gekommen bist. Der Staat ist sehr gefährlich. Das ist nicht richtig. Wenn ein Treffen stattfindet, dann muss es innerhalb des rechtlichen Rahmens stattfinden. Es kann nicht sein, dass nach einem Jahr auf eigenen Wunsch ein Telefongespräch stattfindet. Der Vorsitzende wiederholte: Das, was ihr gemacht habt, ist sehr falsch. Der Staat macht einen Fehler und ihr auch. Das ist weder rechtens noch richtig. Es ist absolut inakzeptabel und gleichzeitig hochgefährlich. Seid ihr euch denn dessen bewusst, was ihr getan habt? Ich will, dass mein Anwaltsteam kommt und mit mir ein Gespräch führt. Das ist eine juristische Angelegenheit. Ich bin seit 22 Jahren hier. Wie soll es denn mit diesem Problem in Zukunft weitergehen? Dieses Problem kann nur durch das Recht gelöst werden. Warum kommen Sie nicht her? Wenn ein Treffen stattfinden soll, dann muss das mit dem Anwaltsteam geschehen. Denn diese Situation ist sowohl politisch als auch juristisch. Ja, also man sieht hier eigentlich offen, was Abdullah Öcalan da sagt, dass ja, das einfach nicht akzeptabel ist, dass einfach plötzlich sein Bruder gerufen wird und gesagt wird, ja, hier, du musst mit einem Telefongespräch mit ihm reden und sozusagen sagen, ja, er lebt noch, macht euch keine Sorgen. Aber das zeigt auch, dass der Staat auch wirklich, wie Abdullah Öcalan sagt, ein sehr, sehr gefährliches Spiel spielt, sodass man halt damit versucht, auch die kurdische Bevölkerung zu verstummen. Dass die zum Beispiel ihre Widerstände, also den Widerstand, den die jetzt leisten, immer, dass es halt damit verstummt wird und damit man halt die Stimmen von Abdullah Öcalan überhaupt nicht hört. Und nachdem er auch zum Beispiel gesagt hat, dass das sowohl politisch als auch juristisch nicht akzeptabel ist, wurde auch natürlich das Telefongespräch auch abgebrochen. Und das zeigt uns klar und deutlich, solange er keinen Anwaltsbesuch bekommt, solange muss auch die kurdische Bevölkerung auch weitermachen, dass er halt das Recht dafür bekommt, auch seine Anwälte zu sehen, aber auch, dass die Totalisolation auch abgebrochen wird. Und man sieht da eigentlich auch eine klare Message. Er hat auch etwas über den Hungerstreik gesagt, der halt auch gerade in den türkischen Gefängnissen in Mahmud und in Lagos stattfindet. Ja, dass er das nicht akzeptiert.
dass zum Beispiel so ein Hungerstreik gemacht wird für ihn. Aber nichtsdestotrotz haben auch nach dem Telefongespräch, der stattgefunden hat, auch die Paschk und die PKK-Gefangenen gesagt, dass sie es weitermachen wollen. Bis halt auch die Anforderungen, was er zum Beispiel auch im Telefongespräch gesagt hat, auch enthüllt werden. Ja, genau. Außerdem wurde, nachdem auch das Gespräch dann stattgefunden hat mit dem Telefon, haben die Anwälte dann auch sich auch an dem Vollstreckungsgericht gewendet. Und auch heute, und dann haben die auch seit der Verbreitung der Gerüchte, haben die Familie und die Anwältinnen 14 Besuchsanträge gestellt. Und 12 davon wurden beim Justizministerium und der Generalstaatsanwaltschaft in Busse eingereicht. Und 2 weitere beim Komitee zur Verhinderung von Folter, auch an CPT geschickt. Und die haben sich auch an das Vollstreckungsgericht gewendet und haben da auch ihre Anforderungen gesagt. Also die Anwälte fordern an, dass die Gewähr des Grundrechts auf Besuche mit Familienangehörigen, Anwälten und Bevollmächtigten stattfinden soll. Außerdem die Beseitigung der Hindernisse beim Zugang der Anwälte zu Ermittlungsakten, die Gewährleistung der freien Advokatur zur Mandantsführung und die Gewähr des Grundrechts auf routinemäßige Telefonkontakte gemäß der gesetzlichen Definition und die Beseitigung von Hindernissen bei Briefkontakten. Das sind die Anforderungen von den Anwälten. Und außerdem war heute, wurde auch etwas über den Hungerstreik gesagt. Also der Vorsitzende des Ankara-Büros der Menschenrechtsverein IHD, Fatih Kanat, hat auch gewarnt, dass die Hungerstreikenden gegen Isolation und Haftbedingungen, vor allem in den türkischen Gefängnissen, in einem sehr kritischen Niveau erreicht hat. Und dass jetzt vor allem die 26. Gruppe jetzt auch im Hungerstreik ist. Und wenn es ein kritisches Niveau jetzt erreicht hat, zeigt das auch, wie auch die Lage hier von den Hungerstreikenden ist. Und deswegen halt auch sehr wichtig ist, dass auch in der europäischen Diaspora, auch vor allem CPT, aber auch in Kurs an der Türkei auch sofort die Anforderungen der Anwälte auch und von der kurdischen Bevölkerung auch gehört werden soll. Ja, ich würde dann auch weitermachen mit dem Hedefe-Verbot, der vor allem ja auch zu einem aktuellen Thema ist. Und ich werde das dann auch noch generell auch die ganzen Themen, die halt auch gerade so aktuell sind, was halt auch was die Rolle von Abdullah Öcalan auch daran ist, dass ich das danach auch dann erwähne und ich denke auch, dass wir das danach auch diskutieren können, weil diese ganzen Themen, die halt so gerade in der Türkei und Kurdistan auch laufen, auch eine sehr große Rolle mit der Situation von Abdullah Öcalan spielt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Hedefe-Verbot. Ja, die Türkei ist eigentlich die Schließung von politischen Parteien, also insbesondere von pro-kurdischen Parteien, ist es eigentlich historisch nicht außergewöhnlich, weil bislang hat das Verfassungsgericht 6 pro-kurdische politische Parteien verboten. Und die erste Partei, die Partei der Arbeit des Volkes, also HEP, wurde am 7. Juni 1990 gegründet. Und ja, die HEP, die schloss sich bei den türkischen Parlamentswahlen 1991 der Sozialdemokratischen Partei SHP an und errang zum Beispiel 22 Sitze in der großen türkischen Versammlung. Und dann 1993 wurde auch die HEP vom Verfassungsgericht verboten. Und danach, nach ihrem Verbot, wurde dann halt im Mai 1993 die Partei für Freiheit und Demokratie, also ÖSDEP, gegründet. Und am 23. November 1993 wurde auch die ÖSDEP verboten. Ja, und ihre Nachfolge trat dann die Demokratische Arbeiterpartei DEP an. Und im März 1994 hob das türkische Parlament die Immunität von 6 DEP-Abgeordneten auf. Sie wurden später wegen Terrorvorwürfen zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Und dann am 16. Juni 1994 verbot auch das Verfassungsgericht die DEP. Ja, und daraufhin wurde dann auch am 11. Mai 1994 die Partei der Volksdemokratie HDP gegründet. Und haben bei den kommunalen Wahlen 1999 gewonnen. Und die HDP wurde dann auch 37 Gemeinden in der gesamten kurdischen Region waren halt vertreten.
Und darunter waren auch 7 kurdische Großstädte. Doch im März 2003 verbot das türkische Verfassungsgericht auch die HDP. Und daraufhin wurde am 9. November 2005 die Partei der Demokratischen Gesellschaft, also DTP, gegründet. Ihre Kandidaten traten bei den Parlamentswahlen 2007 unabhängig an und sind errang 22 Sitze im türkischen Parlament. Bei den Kommunalwahlen 2009 gewann die DTP die Bürgermeisterämter in über 100 Städten und Gemeinden in der kurdischen Region. Und das türkische Verfassungsgericht verbot die Partei am 11. Dezember 2009 ebenso. Ja, also wie man sieht, ist das eigentlich nichts Neues gewesen, dass zum Beispiel jetzt auch in der Türkei gerade über die HDP, also eine prokurdische Partei wie die HDP, halt gerade diskutiert wird, dass es halt verboten werden soll. Das gab schon immer eine Geschichte in der türkischen Regierung. Also es hat immer zu neuen Parteien, neue Parteien wurden immer wieder gegründet, aber das Prinzip und die Grundbasis, warum diese Parteien, diese prokurdischen Parteien gab und immer noch gibt, ist eigentlich gleich. Aber nichtsdestotrotz sollte man immer noch dafür einen Widerstand leisten, dass die HDP immer noch existieren soll. Und das sollte man auch nicht akzeptieren, dass zum Beispiel auch darauf an, also gefordert wird, dass die HDP verbietet wird. Ich würde aber trotzdem eigentlich auch historisch, also beziehungsweise auch so betrachten, wie es überhaupt begann, dass man halt über das HDP-Verbot diskutiert hat. Ja, also am 2. März 2021 leitete der Generalstaatsanwaltschaft des Kassationsgerichtshofs eine Untersuchung gegen die HDP ein, und zwar im Zusammenhang mit der Anklage gegen 9 HDP-Abgeordnete wegen der Kobane-Proteste im Oktober 2014. Und 2 Wochen später erklärte der Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, dass die HDP durch die Handlungen, Aussagen ihrer Mitglieder versucht habe, die unteilbare Integrität des türkischen Staates mit seiner Nation zu zerstören und zu beseitigen. Und vor allem die Ermittlungen und Anklage wurden mehrmals von dem MHP-Abgeordneten Devlet Bahçeli aufgefordert. Also die HDP hat eine Geschichte von Schikanen und Schließungen geerbt, obwohl Erdogan eigentlich auch jedes Mal behauptet hätte, er wäre gegen Schließungen von Parteien. Und so wird wieder von einem schändlichen Versuch, wieder eine, also von einem schändlichen Versuch einer politischen Partei beseitigt, dass man die wieder, also eine Partei wieder schließen möchte. Und ja, diese jüngste Phase intensiver Angriffe begann eigentlich mit der Beendigung des kurdischen Friedensprozesses durch die türkische Regierung im Jahre 2015 und verschärfte sich unter der Notstandsregierung im Jahre 2016, als die ehemalige Co-Vorsitzende, also Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdağ, zusammen mit mehreren anderen Abgeordneten verhaftet wurden. Also der Fall zum Beispiel der Freund, Selahattin Demirtas ist der Freund, der links zu sehen ist. Zum Beispiel der Fall gegen den Demirtas wurde kürzlich auch von der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte abgeschlossen, wo die Kammer entschied für seine sofortige Freilassung. Also ein Urteil, das die türkische Regierung bisher nicht vollstreckt hat. Und der Angriff wurde mit der Verhaftung weiterer Abgeordneter und der Aberkennung des Parlamentsmandats von 11 Abgeordneten fortgesetzt. Und seitdem wurden Tausende von Mitgliederinnen und Mitgliedern verhaftet. Und es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht weitere Personen auf die Liste gesetzt werden. Aber auch lokale Regierungsvertreter haben ihren Anteil an diesen Angriffen. Zum Beispiel im Jahr 2016 wurden fast 100 kurdische Gemeinden usurpiert und von der Regierung ernannten Beamten übernommen. Und viele der kurdischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wurden verhaftet. Und die türkische Regierung setzt diese Kolonialpolitik über kurdische Städte und Gemeinden auch nach den Kommunalwahlen von 31. März 2019 fort. Bislang wurden zum Beispiel 48 von 65 HDP-geführten Kommunen die gewählten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister durch ernannte Sachwalter ersetzt. Und 6 weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der HDP wurden nach ihrem Wahlsieg die Wahlurkunden mit der Begründung verweigert, dass zuvor, also durch Notstandsdekrete, aus ihren Ämtern entlassen worden sein. Und heute sind noch 14 kurdische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die im März 2019 gewählt wurden, und mehrere Bürgermeister, die 2014 gewählt wurden, hinter Gittern oder mussten sogar das Land verlassen. Also, die hätte bis mehr als nur ein paar Gebäude, eine formale politische Einheit. Also, sie repräsentiert eine vielfältige politische Geschichte.
und eine mächtige Soziologie der vielfältigen Kämpfe und Anerkennung und Gerechtigkeit. Und außerdem ja, spielt sie eine wichtige Rolle für die kurdische Frage in Nordkurdistan, aber auch in der Türkei. Und ist auch und was auch wichtig zu wissen ist, ist, dass die HEDP auch ein Projekt von Abdullah Öcalan ist. Und deswegen auch jeglicher Angriff darauf auch ein Angriff auf die kurdische Bevölkerung und ihre Freiheit und Meinung ist. Deswegen, wo das mit der Diskussion mit der HDP-Verbot auch angefangen hat, gab es auch internationale Solidarität von vielen linken Parteien auch aus Europa wie Deutschland und auch in der Schweiz. Und ja, zum Beispiel hat auch die Bundesregierung, vor allem Heiko Maas, gab es auch eine Äußerung von Heiko Maas, wo er sagt, dass er von der HDP erwartet, dass er eine klare Abgrenzung gegenüber der PKK zeigen soll. Und weil auch die PKK eine terroristische Organisation in der EU sei. Und vor allem wurde das auch scharf kritisiert von dem Co-Vorsitzenden der HDP, von Pervin Buldan Muhtar-Sancar, dass diese Formulierung des AKP-Regimes als AKP-Mehrheit-Regime sehr ähnelt. Und dass das auf jeden Fall inakzeptabel ist, dass man überhaupt solche Äußerungen macht. Und ja, auch gestern kam auch die Nachricht, dass der vom Generalstaatsanwalt Beki Şahin vor 2 Wochen eingereichte Antrag auf ein Verbot der Demokratischen Partei der Völker, also HDP, vom Verfassungsgericht in Ankara zurückgewiesen wurde. Und ja, als Begründung wurde formale Mängel genannt. Die entscheidende Kammer erfolgte einstimmig. Und die Anklageschrift wurde an die Staatsanwaltschaft am Kassationsgerichtshof zurückverwiesen. Ja, bei dieser ganzen Debatte der HDP-Verbot gab es auch den Fall von Faruk Gergerlioğlu. Ja, dass man vor allem seinen Abgeordnetenstatus abgeschafft hat. Und wie es entstanden ist, darüber würde ich auch noch ein bisschen was sagen wollen. Ja, also die Grundlage der Anklage gegen Gergely war zunächst eine Friedensbotschaft. Ja, Gergely, also der Politiker, der vom Beruf eigentlich auch Arzt und Spezialist für Lungenkrankheiten ist, engagierte sich nach den einseitig von der türkischen Regierung beendeten Friedensverhandlungen mit der kurdischen Bewegung im Jahr 2015 für die Friedensplattform in Kocaeli. Bei den Social-Media-Konten der Initiative veröffentlichte Gergely nahezu tägliche Friedensbotschaften. So auch am 9. Oktober 2016. Und an dem Tag postete er ein Foto, das eine gestellte Szene während einer Veranstaltung zum Weltfriedenstag 2015 zeigte. Und da war zu sehen, dass mehrere Frauen waren. Im Vordergrund waren zwei Särge. Im einen von diesen war ein türkischer Soldat zu erkennen. Und andere ein PKK-Kämpfer, die durch entsprechende Fahnen auf den Särgen zu erkennen sind. Und unter das Bild schrieb Gergely: Dieser Krieg erschöpft die Gesellschaft. Ein Kind geht zur Armee, ein anderer zur PKK, beide sterben. Wäre es nicht besser, die beiden würden nicht als Leichen nebeneinander liegen, sondern gleichberechtigt leben, Schulter an Schulter? Und daraufhin geriet Gergely auf den Radar rechter Journalisten und Politiker, die eine Hetzkampagne gegen ihn anzettelten. Und in derselben Woche wurde ein Verfahren gegen den Arzt eröffnet und anschließend folgte die Aussetzung seines Beamtenstatus, die eine Entlassung per Notstandsdekret mündete. Ja, und im Verlauf des 2017 angestrengten Ermittlungsverfahrens tauchten schließlich weitere Beweise gegen den 55-Jährigen auf. Zum Beispiel hat die Staatsanwaltschaft überprüfte rückwirkend auch für ein halbes Jahr die Artikel Gergely, die er damals für die Online-Zeitung T24 geschrieben hätte, und ließ unter anderem ein Zitat, wo er schrieb: Wenn der Staat einen Schritt auf uns zugehen würde, käme schon in einem Monat Frieden aus, eine Art PKK-Erklärung mit in die Anklage einfließen. Und obwohl es sich nachweislich nicht um eine Aussage des Politikers handelte, wurde sie dennoch als Terrorpropaganda gewertet. Ebenso wurde eine Kolumne mit dem Titel Frieden für Kolumbien, warum geht das nicht auch in der Türkei, hat er auch geteilt. Und im Januar 2019 wurde der Politiker
dann zu 2,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Und das Urteil wurde dann auch im Februar des Jahres vom Kassationsgerichtshof bestätigt worden. Und das endgültige Urteil gegen den HDP-Abgeordneten Farouk Erguelloğlu wurde dann heute, also wurde 17. März 2021 in der, nicht heute, also 17. März 2021 in der Plenarsitzung des Parlaments verlesen und er wurde seines Abgeordnetenstatus beraubt. Er kam dann auch in dem Parlament, also im türkischen Parlament, gab es auch eine Proteste dagegen, als diese Entscheidung getroffen wurde. Und man hat Herr Gergiolo 1 Jahr und 10 Monate Haftstrafe gegeben. Und ja, gegen seine Haftstrafe und gegen diesen Abgeordnetenstatus, den er nicht mehr hat, hat jetzt auch der Abgeordnete eine Gerechtigkeitsmahnwache gestartet. Und er sagt auch, warum er von der oppositionellen Parteien halt keine Solidarität bekommt, obwohl er zum Beispiel auch bei der Gerechtigkeitsmarsch der CHP auch teilgenommen hätte. Und es kommt auch keine Reaktion, dass er halt jetzt keinen Abgeordnetenstatus mehr hat. Und das kann er halt nicht verstehen. Ja, und diese Gerechtigkeitsmahnwache hat, glaube ich, gestern gestartet und wird auch weiterlaufen, vor allem auch vor dem Parlamentsgebäude der HDP in Kocaeli, wo er auch als Abgeordneter vertreten ist. Und er ist auch sehr entschlossen, das weiterzumachen. Und er geht auch gerne auch wieder auch in sein Büro, vor allem auch in dem türkischen Parlament und akzeptiert nicht die Entscheidung, weil halt diese Entscheidung auf jeden Fall auch eine Message ist, dass es halt eine politische Entscheidung ist und das nicht was mit Juristen, also was mit der Justiz zu tun hat, sondern das war eine klare Haltung, vor allem an die pro-kurdischen Parteien und pro-kurdische Abgeordneten versucht zu zeigen. Ja, das zum Thema vor allem von dem HDP-Verbot und die Lage von Gergely. Ich würde dann sagen, dass wir dann mit dem dritten Thema dann weitermachen würden. Das dritte Thema, das haben wir auch gesagt, dass im Vortrag halt vor allem darüber gehen wird, über den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention, die ja auch seit Monaten, auch letztes Jahr, eine große Debatte war und immer noch ist. Es gab halt die Debatte, dass halt die türkische Regierung von der Istanbul-Konvention austreten möchte. Und es kam halt letztes Jahr bis heute, haben auch gegen diese Debatte auch viele Proteste stattgefunden, weil die Frauen das nicht wollten, dass etwas passiert. Das kann man halt auch nicht verstehen, wie das möglich ist, dass vor allem die türkische Regierung auf so eine Idee kommt, die Istanbul-Konvention aus der Istanbul-Konvention auszutreten. Ist auch sehr wichtig zu erkennen, was eigentlich letztes Jahr alles so passiert ist in der Türkei, wie viele Femizide es passiert sind. Und darüber würde ich dann auch noch ein paar Sachen sagen, aber es ist schon wichtig, erstmal zu verstehen, was eigentlich überhaupt die Istanbul-Konvention ist. Also, wir haben ein paar Stichpunkte geschrieben. Also, der offizielle Titel der Istanbul-Konvention lautet: Ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Und sie ist ein völkerrechtlicher Menschenrechtsvertrag und wurde nach mehrjährigen Verhandlungen der Staaten des Europarates am 11. Mai 2011 in Istanbul beschlossen. Und ja, die Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten, umfassende Maßnahmen zur Prävention, Intervention, Schutz und zu rechtlichen Sanktionen gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu ergreifen. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum die Konvention überhaupt unterschrieben wurde. Und das Interessante ist auch, dass ein von den ersten Ländern, die es unterschrieben hat, auch die Türkei war. Und ja, deswegen auch sehr interessant ist, auch das zu wissen. Ja, wir haben halt darüber gesprochen, wie vor allem ja, wie eigentlich die Lage der Frau
in der Türkei ist. Und es gibt halt auch viele Studien darüber, wie viele Frauen Gewalt erlebt haben, auch von letztes Jahr, wie viele Frauen durch Femizide gestorben sind. Und dann gibt es halt auch eine bestimmte also Veröffentlichung von einer Plattform, die heißt, wir werden Frauenmorde stoppen, also auf Türkisch Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plattform. Und die haben erkannt, dass in der Türkei in dem zurückliegenden Jahr mindestens 300 Frauen von Männern aus ihrem Umfeld ermordet wurden und 171 weitere Frauen unter verdächtigen Umständen ums Leben gekommen sind. Und diese Organisation weist auch darauf hin, dass Gewalt gegen Frauen weltweit im Schatten von Corona zugenommen hat und in der Türkei jedoch die Ankündigung der AKP-Regierung, aus der Istanbul-Konvention auszusteigen, die geschlechtsspezifische Gewalt sogar befeuert. Und das Abkommen, also die Istanbul-Konvention, dient der Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Und deswegen hat auch die Plattform darauf gefordert, dass es halt unakzeptabel ist, dass die AKP-Regierung aus der Istanbul-Konvention aussteigen möchte. Und dass eigentlich damit, ja, dass die konservativen islamistischen Kreise in der Türkei vor allem diese Diskussion einen Aufstieg in Gang gesetzt hatten, weil die Konvention traditionelle Werte untergrabe und Männer zu Sündenböcken mache. Und die Regierung sprach sich daraufhin für einen eigenen nationalen Weg aus mit einem Gesetzestext, der mehr auf die türkische Kulturtradition ausgelegt sein soll. Und der Jahresbericht der in Istanbul ansässigen Frauenrechtsorganisation der KCDP, also die Kadınlar Cinayetlerini Durduracağız-Plattform, enthält Daten über alle polizeilich erfassten oder medial veröffentlichten Morde an Frauen. Und ja, ich habe hier auch eine Karte, wo man halt auch die Städte sehen konnte, wo halt Femizide stattfanden im Jahre 2020. Und da wurde auch, hat die Plattform auch veröffentlicht, dass seit 2020 97 Mordfällen die Ehemänner die Täter wären und in 54 Fällen die Lebenspartner, in 38 Fällen andere männliche Personen aus dem Bekanntenkreis und in 21 Fällen die Ex-Männer, in 18 Fällen die Söhne, in 17 Fällen die Väter, in 16 Fällen die Schwäger, Schwiegerväter oder in ähnlichen Verwandtschaftsverhältnissen stehende Täter sind. Und in 8 Fällen die Ex-Freunde und in 5 Fällen die Brüder werden. Und nur 3 Frauen wurde der Organisation zufolge von Unbekannten ermordet. Und auch in 23 Fällen konnte die Plattform ebenfalls einen Zusammenhang zwischen Opfern und Tätern herstellen. Außerdem, heute habe ich auch gesehen, dass in Konya, eine Stadt in Anatolien, eine 20-jährige junge Frau wieder tot aufgefunden wurde. Also das sind die Anzahlen, was die Plattform herausgefunden hat. Aber es gibt auch immer noch heute, vor allem auch wegen der Corona, mit der Pandemiephase, auch zahlreiche Frauen, die häusliche Gewalt erleben. Und ja, diese Männer, die halt diese häusliche Gewalt auch ausüben, bekommen oft nur milde Strafen und erhalten sogar das, man sieht auch, dass die Regierung damit die patriarchalische Strukturen eher festigt als aufbricht. Und dabei hat die Türkei durchaus die notwendigen Gesetze zum Schutz der Frauen und der Sanktionierung von Tätern. Wie zum Beispiel hat auch die Türkei das Gesetz Nummer 6284, also es gibt auch so einen bestimmten Gesetz. Und ja, es beinhaltet ein Annäherungsverbot für Gewalttäter und Schutzmaßnahmen für die Opfer, die von materieller Unterstützung bis zu einer neuen Identität reichen und von Frauenorganisationen im langen Kampf durchgesetzt worden sind. Und diese Bestimmungen werden sogar von den Behörden nicht ausreichend angewandt. Darin sind jedoch auch nicht nur Polizei und Staatsanwaltschaft schuld, sondern auch die Gerichte, die überhaupt diese Frauenmörder zu nachsichtig behandeln. Und deswegen werden auch zum Beispiel die Täter oft mit Strafmilderung, etwa wegen Provokation oder gutem Verhalten, werden halt die Hemmschwelle und Gewalt deutlich gesunken. Man bekommt auch wegen Provokation und gutem Verhalten, ja, sehen halt auch die Staatsanwälte auch als einen Grund, dass man zum Beispiel diese Männer frei, also frei lässt, so. Ja, also die Justiz hat ein völlig verzerrtes Verständnis von Gewalt. Dadurch laufen auch die Betroffenen Gefahr,
weitere Gewalt ausgesetzt zu sein. Mehrere der Femizide vom vergangenen Jahr wurden beispielsweise von Männern begangen, die im Zuge der Corona-Amnestie freigelassen wurden und sogar ohne Hebel patriarchalische Gewaltdelikte im Gefängnis saßen. Ja, das zeigt also die Annäherung auch von der AKP-MHP-Regierung, wie sie eine Haltung über diese ganzen Straftätern auch zeigen und auch besonders auch als Angriffsziel die Frauen auch haben und auch in letztes Jahr und bis heute auch vor allem auch eine spezielle Kriegsführung gemacht wird, auch vor allem an die kurdische Bevölkerung. Es gab in den letzten Jahren viele Fälle, die vor allem kurdische Frauen betroffen waren von der speziellen Kriegsführung der türkischen Staates, wo zum Beispiel Staatsmänner, Dorfschützern Frauen ermordet haben, vergewaltigt haben und danach im Nachhinein auch ermordet haben. Wir haben hier ein paar Fälle, die ein paar davon sind leider. Es gibt noch viele hunderte Fälle, von denen wir vielleicht auch nicht mal davon Bescheid wissen und immer wieder von Staatsmännern gemacht wurden. Einer von denen war zum Beispiel Gülistan Doku. Gülistan Doku ist seit über einem Jahr verschwunden. Das war eine junge Studierende, die zuletzt in Welsingen gesehen wurde und wie sie halt zum Beispiel in so einen kleinen, so einen Minibus halt einsteigt und da ist sie plötzlich nicht mehr da. Keiner weiß genau, wer die ist, also wer diese Menschen waren, die zum Beispiel mich dann Doku gelassen haben, dass sie verschwindet. Und bis heute noch weiß man nicht, wo sie ist. Es gibt halt auch eine Kampagne, die heißt Gülistan Doku nennen, wo ist Gülistan Doku, die halt darauf fordert, dass halt die türkische Regierung auch eine Haltung zeigt, wo Gülistan Doku ist. Danach gab es auch İpek Er, der Fall von İpek Er. İpek Er wurde von einem türkischen Soldat tagelang irgendwie also genommen und wurde vergewaltigt und danach im Nachhinein, weil İpek Er das nicht aushalten konnte, begann sie auch Suizid. Und dann gab es auch Pınar Gültekin. Pınar Gültekin wurde auch von einem von ihrem Freund, der ein türkischer Beamter war, ein türkischer Polizist, der sie auch dann ermordet hatte. Und dann gab es auch zum Beispiel auch letztes Jahr auch die Frage, was in Gelcis, in Batman passiert. Da kam es auch zu Fällen von Kindermisshandlungen, dass Dorfschützer, vor allem Soldaten und Polizisten angefangen haben, Kinder zu misshandeln. Und das zeigt auf jeden Fall, dass die türkische Regierung auch eine spezielle Grüßführung an die kurdische Bevölkerung tut, weil die genau wissen, dass um eine moralische Gesellschaft aufbauen zu können, vor allem das Angriffsziel die Frau und Jugend ist. Wenn man die Jugend und die Frau halt, die für eine sehr wichtige Rolle spielt in einem Gesellschaftsaufbau, in einem demokratischen Gesellschaftsaufbau, eine große Rolle spielt, hat man die als Angriffsziele gesehen, die bis heute noch so weitergehen. Also viele kurdische Jugendliche, sei es Aktivistinnen, sei es Frauen, werden zum Beispiel jetzt mit Drogenhandel, mit Prostitution dazu gebracht, damit sie liquidiert werden. Und es werden auch zum Beispiel in letzter Zeit, wurden auch viele aus der HDP-Jugendbewegung, aus dem HDP-Jugendrat, werden immer wieder Personenaktivistinnen genommen und dazu beharrt, dass sie zum Beispiel zu Spionen werden. Das ist eine neue Art von einer neuen Kriegsführung, aber auch eine alte, weil das auch so in den 90er Jahren auch passiert ist, dass man so in so einer Art versucht, eine Gesellschaft zu liquidieren. Auch danach, also man kann sagen, dass auch nachdem das auch passiert, dass alles passiert, hat trotzdem die Türkei sich entschieden, aus der Istanbul-Konvention auszutreten. Und das geschah an einem Abend, in einer Nacht hat die Türkei sich entschieden, aus der Konvention auszutreten, damit halt ja, in dem Moment auch die Menschen, vor allem die Frauen, nicht protestieren. Aber die Frauen beharren immer noch darauf, dass das nicht passieren soll, obwohl es passiert ist schon, und sind bis heute noch auf die Straßen. Man hat auch zum Beispiel gestern und vorgestern gesehen, dass die Frauen vor der Bosporusbrücke immer noch Barrikaden aufbauen und nicht zulassen, dass die türkische Regierung einfach sagt, dass einfach gesagt wird, ja, wir akzeptieren das nicht mehr. Das ist unser Recht, dass wir als Frauen leben noch, dass wir als Frauen immer noch leben können. Und deswegen auch in solchen Phasen, auch international, halt auch ja, eine Antwort auch darauf basieren soll, dass zum Beispiel wir als Frauen
auch uns organisieren, dass wir gemeinsam kollektiv halt gegen das Patriarchat auch kämpfen. Und das ist das größte Beispiel mal heute, das heute noch was gerade jetzt mit dem, was die türkischen, kurdischen, aber auch generell die Frauen, die jetzt in der Türkei in Kurdistan leben, halt auch einen großen Widerstand leisten und nicht akzeptieren, was die Entscheidung von dem patriarchalischen Staat halt entschieden wurde. Ja, ich habe über die moralische Gesellschaft gesprochen und ja, man sieht, außer der Istanbul-Konvention ist eigentlich auch ein Angriff auf die Linie der freien Frau. Und das HDP-Verbot ist das Angriff auf die Demokratie und Aufbau der demokratischen Nation. Und das Paradigma von Abdullah Öcalan basiert sich ja auf die Frauenbefreiung, auf die Ökologie und auf einer Demokratie. Und dass es in letzter Zeit auch so oft darauf basierend halt Angriffe passiert sind, zeigt ganz genau, dass die türkische Regierung gegen einer moralisch-demokratischen Gesellschaftsaufbau ist und vor allem das Paradigma von Abdullah Öcalan als Angriffsziel hat. Und Abdullah Öcalan eigentlich auch, nicht eigentlich, sondern ist halt auch die Lösung für die kurdische Frage, aber auch für den Mittleren Osten. Und wie ich auch anfangs schon gesagt habe, dass auf jeden Fall Abdullah Öcalan die Totalisation, dass man das durchbrechen soll und dass auf jeden Fall ein Anwaltbesuch passieren soll und die Totalisationshaft nicht mehr geben soll. Und wir halt auch hoffen, dass in Zukunft halt wir auch diese Nachrichten bekommen und dass das vor allem auch alles auf uns basierend auch passieren kann. Dass wir vor allem auch als kurdische Jugendliche, aber auch internationale Jugendliche darauf beharren müssen und auch ein Teil von diesen Protesten sein sollen, ein Teil von der kurdischen Frage werden sollen. Und ja, das wäre jetzt so mein Teil über unser Vortrag. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt darauf, über welche Fragen wir halt diskutieren können, über welche Themen wir halt angesprochen haben oder ob es Fragen noch gibt, dass wir darüber auch diskutieren. Das war ein kleiner Input gewesen, was halt generell gerade so passiert. Ich bin sehr gespannt darauf, was für Diskussionen entstehen werden. Und wir haben halt auch gerade gesehen, dass jemand geschrieben hat, dass Gerd Gedioğlu verhaftet wurde. Ja, sein Sohn das gepostet hat. Das auch, ja, das zeigt, wie die Politik gerade in der Türkei läuft. Ja, ich bin gespannt darauf, was jetzt für Fragen kommen werden oder welche Diskussionsfragen wir halt aufnehmen möchten oder ob es Themen gab, ja, die wir ansprechen wollen. Vielen Dank erstmal an Berdivan Ronahi für deinen Input. Ich würde vorschlagen, dass die Menschen, die jetzt Fragen noch haben, sie einfach im Chat ja, aufschreiben können und wir das Ganze dann halt zusammenfassen und dann auch diskutieren können, worüber wir reden oder wie Ronahi inhaltlich einsteigen möchte. Genau. Wir warten jetzt mal 5 Minuten, beziehungsweise bis 5 Minuten und dann gucken wir mal, ob es Fragen gibt oder generell Input. Ah, da ist schon eine Frage. Wie wahrscheinlich wird das HDP-Verbot durchgesetzt? Sehr gut. Wir sammeln erstmal, würde ich vorschlagen. Also schreibt gerne eure Fragen rein. Ja, ich glaube aber auch, dass man das auch generell auch an diejenigen, die auch daran teilnehmen, also an diese Konferenz, dass man das auch beantworten kann. Das wäre eigentlich auch eine sehr interessante Frage. Also möchte keiner was antworten? Frage.
Frage wäre, ob das jetzt auf mich basierend die Frage gestellt wurde oder ob das jetzt an die Runde gehen soll. Nein, kann leider nicht reden, weil ich draußen versuche mitzuhören, meine Frage. Achso, Frage. Hier haben wir eine Frage. Was können wir für Abdullah Öcalan machen? Dann kam auch die Frage, ich glaube gelesen zu haben, dass Abdullah Öcalan genau wie zum Kontakt- und Besuchsrecht sich äußerte, er auch sich gegen Hungerstreik äußerte. Stimmt das? Und dann fragt auch Lennart, was bedeutet der Austritt aus der Istanbul-Konvention konkret für die Politik der Türkei? Welche Freiheiten hat der Staat dadurch jetzt? Das sind sehr spannende Fragen. Ja, ich könnte dann mal mit der ersten Frage schon mal anfangen. Und wenn dann noch andere Antworten kommen, ja, würde ich mich auch sehr freuen. Also die Schinde hat gefragt, wie wahrscheinlich das Hijab-Verbot durchgesetzt wird. Also die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass das passieren kann, dass die Hijab verbietet, also verboten wird. Aber wie ich schon auch in dem Vortrag gesagt hatte, ist, dass ja die Grundbasis von den ganzen pro-kurdischen Parteien ja gleich ist, dass die Philosophie und die Politik dahinter ja immer gleich bleiben wird und dass die Partei, auch wenn die halt verbietet werden, halt mit einem neuen Namen, dann halt versucht wird, das zu vertreten. Und mit dem HDP-Verbot geht man ja zu Tausende von Stimmen der kurdischen Bevölkerung Nordkurdistan, aber auch in der Türkei, halt versucht man damit zu verstimmen. Verstummen lassen, aber dass man nichtsdestotrotz auch das nicht akzeptieren soll. Also wenn es ein hätte bis zu dem Verbot, offiziell, wenn es auch weitergeht, sollte man auch weiterhin auch seine Protesten weiterführen, dass man es nicht akzeptieren wird. Aber wie schon gesagt, die Grundbasis von einer neuen Partei wird dann sowieso gleich bleiben. Also die HDP wird eine neue Partei gründen, ja. Vielleicht einen anderen Namen, aber die Grundbasis, also die Stimme von Tausenden von Menschen, wird ja gleich bleiben. Über 50.000 Menschen haben diese Partei gewählt und das wird auch so weitergehen. Ja, man hat es ja auch zum Beispiel in Nablus sehen können, dass so Tausende von Menschen in dieser Hijab-Verbotsdiskussion nichtsdestotrotz in Nablus waren und auch eine klare Message gezeigt haben, dass die Hijab eigentlich die Gesellschaft ist. Also die Bevölkerung, die dort präsent war, dass wir immer weiterhin immer noch die HDP vertreten werden und die HDP ist nicht nur die Partei, wie ich schon gesagt habe, sondern die Gesellschaft, die dahinter steckt. Ja, will noch jemand darüber was sagen? Oder etwas hinzufügen? Ja, gerne. Anjinder. Da kam ja auch noch die Frage, was können wir für Abdullah Öcalan machen? Eine sehr gute Frage, da wurde auch ein Artikel geteilt von der ANFE. Also für weitere Nachrichten zu folgen, empfehle ich auf jeden Fall die Seite ANFES, eine Nachrichtenagentur, wo halt wirklich in der Sekunde, in dem Moment halt auch Nachrichten geteilt werden, was gerade in Kurdistan auch weltweit passiert. Wir können viel für Abdullah Öcalan machen. Eine von denen, was Abdullah Öcalan auch sagt, ist so, ja, da wurde ja auch schon eine Antwort gegeben von Herman Eifert. Was können wir für Abdullah Öcalan tun? Wir können viel zu Lesekreise bilden, seine Bücher lesen und mal verinnerlichen, wenn es Demonstrationen gibt, auf die Straße gehen für seine Freiheit, Briefe an die UN schreiben für seine Freiheit. Es ist wichtig, sich mit all den Ideen beschäftigen, die Öcalan uns gegeben hat. Die Kriminalisierung in Deutschland ein Ende setzen. Und das ja, das ist auf jeden Fall, würde ich auch so antworten, was die Herr Eifel gesagt hat.
Das ist auch, glaube ich, das, was auch auf Loyalty von uns verlangt, dass vor allem wir als allererstes seine physische Inhaftierung endlich, dass wir eigentlich das auch verhindern können, dass er befreit, also wir können es schaffen, dass er befreit wird. Und das ist halt wirklich, wirklich so, wenn wir die Stimme werden, weil die Inhaftierung von Abdullah Öcalan ist nicht nur seine Inhaftierung, sondern es ist auch die Inhaftierung von der kurdischen Bevölkerung. Und wenn und alle, was die kurdische Frage halt auch beschäftigt, ist, basiert sich ja auch darauf. Er ist der Ansprechpartner eigentlich für die kurdische Frage. Und deswegen würde ich auch genau das sagen, was die Herwal Eifel gesagt hat, dass man für seine Freiheit protestieren soll, dass man auf die Straßen gehen soll, dass man sein Paradigma versteht, dass man vor allem auch seine Schriften liest, weil das sind Verteidigungsschriften, das war seine eigene Möglichkeit gewesen, um uns so seine Philosophie zu erklären, was seine Politik ist, was eigentlich was er uns sagen möchte, basiert sich ja nicht nur auf die kurdische Bevölkerung, sondern international. Er versucht eine Lösung für die kurdische Frage, aber auch für den Mittleren Osten zu finden, dass man vor allem ja, das so verinnerlicht. Ich würde genau das sagen, was eigentlich die Freundin gesagt hat, auf jeden Fall. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne reden. Ja, das muss man unbedingt schreiben. Dann kam noch eine andere Frage. Also, Herr Waldo, ihr könnt gerne reden. Also ich muss nicht die ganze Zeit reden. Also ihr könnt auch die Fragen offen sagen. Ja, genau, dann kam auch die Frage, das hat Wilfried gefragt, ich glaube gelesen zu haben, dass auch für Özcan genau wie zum Kontakt- und Besuchsrecht sich äußerte, er auch sich gegen Hungerstreik ausgesprochen hat. Ich habe auch vorhin was darüber gesagt, er hat auch geäußert, dass er gegen diesen Hungerstreik ist. Das war schon in der Geschichte der kurdischen Freiheitsbewegung immer schon so gewesen, dass mir empfohlen wurde von Abdullah Öcalan, dass man einen Hungerstreik macht, vor allem für ihn. Das hat er auch klar und deutlich gesagt. Aber nachdem dieses Telefongespräch wird er generell auch nicht akzeptiert. Wird von ihm auch nicht akzeptiert, aber auch von der kurdischen Freiheitsbewegung, weil man damit nur einfach versucht hat, die kurdische Bevölkerung mit ihren Protesten so still zu machen. Und dass man halt dieses Telefongespräch auch als ungerecht und auch nicht juristisch betrachtet hat. Deswegen wird es auch gar nicht erst akzeptiert. Und bis zu seiner physischen Freilassung, also bis zu einem Anwaltsbesuch und gegen diese totale Isolationshaft nichts gemacht wird, haben auch die Pekin und Pasch-Gefangenen auch sich geäußert, dass sie auch weiterhin auch mit dem Hungerstreik weitermachen werden. Herr Agir möchte sprechen, sehr Ja. gerne. Herr Agir? Und dann gibt es noch eine andere Person, die reden möchte. Ja. Herr Agil, du kannst gerne Herr reden. Agit, du kannst einfach reden. Einfach Mikrofon anmachen und reden, würde ich sagen. Oder kann man das nicht? Einstellen? Okay, Lennart. Hört man mich? Ja. Ich würde was zu der Frage sagen, warum die EU oder die europäische Regierung nichts macht gegen die türkische Regierung. Ich würde halt einfach sagen, weil es ist mein Eindruck generell so von der Politik, dass es halt nur so lange um Menschenrechte geht, wie es den eigenen Interessen nicht entgegenspielt. Und gerade bei der Türkei ist ja so, die ist in der NATO.
ist die zweitgrößte NATO-Armee und Deutschland und die vielen europäischen Staaten sind auch in der NATO. Und daher steht auch Deutschland oder die europäischen Regierung eher hinter der Türkei als jetzt hinter der kurdischen Freiheitsbewegung, was natürlich ja, sehr doof ist. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ja, stimmt. Ja, also der Agil wollte nur reden, aber er hat technische Probleme. Möchte noch jemand dazu was sagen? Oder ja, über die EU? Ich würd noch was speziell zu Deutschlands Rolle sagen, habe ich gerade nicht gesagt, dass die deutsch-türkische Freundschaft vom Staatswesen her ja auch eine sehr lange Tradition hat schon. Und Deutschland generell eine einzigartige Rolle spielt, wenn es um die kurdische Frage geht, im Thema Repression und Verbote. Und ja. Ja, das ist auch eine, auf jeden Fall eine sehr lange Geschichte, die ja auch von Jahrhunderten geht, über die Beziehungen der Türkei mit der Bundesregierung, sei es halt im armenischen Genozid, sei es mit der Zeit vom Osmanischen Reich bis zur Atatürk-Zeit, die bis heute auch so vertreten ist. Das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Gibt es noch jemanden, der was sagen möchte? Ja, danke an Schier. Dann gab es noch eine andere Frage, die wir noch nicht beantwortet hatten, glaube ich. Das mit der Istanbul-Konvention war das. Ja, was bedeutet der Austritt aus der Istanbul-Konvention? Okay, da kam eine andere Antwort. Ja, was bedeutet der Austritt aus der Istanbul-Konvention konkret für die Politik der Türkei? Welche Freiheit hat der Staat da geschätzt? Ja, das hat auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss, dieser Austritt. Ja, der Staat, die Nationalstaaten sind ja auch, wie Arthur Oeschlin erklärt in der Genealogie auch, also der Wissenschaft der Frau, wo das auch so erklärt wird, dass das Patriarchat entstanden ist und damit auch heute mit den Nationalstaaten präsent ist und dass die Nationalstaaten auch das Patriarchat eigentlich immer noch vertreten. Und damit halt, ja, mit dem Austritt der Konvention jetzt die Türkei einfach kein Ort mehr, also kein Ort mehr ist, wo die Frau weiter leben kann, weil damit zeigt, man sollte sowieso kein Vertrauen auch an die Nationalstaaten haben. Dass damit halt auch versucht wird, die Stimme der Frau einfach im Schatten zu bringen. Dass damit auch gezeigt wird, dass weiterhin noch größere Angriffe passieren können, vor allem gegenüber der Frau. Und dass damit auch kein Schutz mehr der Frau in der Türkei existiert. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass vor allem jetzt gerade die Organisation der Frau sehr besonders ist und sehr wichtig ist, dass man vor allem gemeinsam die Stimme der Frauen werden kann und zeigen können, dass mit unserer Organisation wir eine Antwort dafür werden können, mit dem Austritt der Istanbul-Konvention. Und damit halt auch ja, die Regierung auch jetzt mehr was machen kann. Und ja, wie schon gesagt, dass die Frau einfach keinen Schutz mehr hat. Aber dafür halt, wie ich schon gesagt habe, die Organisation der Frau halt umso wichtiger wird. Haben wir noch eine Frage nicht beantwortet?
Hier gibt es auch eine kleine Leseempfehlung, beziehungsweise ein Programm, der nach 13 Minuten anfangen wird, also nach 17 Minuten. Ein Online-Lesekreis über den, ja, wir haben den Öschelands, dritter Band, also zu Wege der Freiheit gelesen. Heute wird ein neuer Lesekreis gestartet, wo halt über die Geschichte der demokratischen Zivilisation beschäftigt wird. Und die, ja, das sollen wir weitersagen und daran teilnehmen. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, weil auch die dritte Verteidigungsschrift auch sehr vieles auch sich fokussiert, vor allem auch über wie die Sozialisationen in Europa, aber auch im Mittleren Osten sind und was für eine Rolle, wie zum Beispiel das Patriarchat entstanden ist bis heute, wie zum Beispiel Zivilisationen entstanden sind, die Geschichte der Soziologie halt neu interpretiert werden soll. Und diese Lesekreise sind auf jeden Fall empfehlenswert, damit man halt auch vor allem auch das neue Paradigma von Abner Özcan auch besser kennt.